soeben eine Vorlage an den Kongress freigegeben, um Nothilfe im humanitären und militärischen Bereich zu liefern, um Putins Aggression zu stoppen. In diesem entscheidenden Moment. Wir brauchen diese Unterstützung für den Freiheitskampf der Ukraine. Unsere NATO-Verbündeten werden ebenfalls die Kosten mittragen. Wir müssen das machen. Wir müssen aber auch unsere Rolle erfüllen. Die Kosten dieses Kampfes sind nicht niedrig, aber es wäre noch kostspieliger, wenn wir dem nicht Einhalt gebeten, die Verteidigung der Ukraine als eines selbstständigen Staates oder nachzugeben der russischen Aggression gegen die Ukraine. Jeden Tag zahlt die Ukraine mit Menschenleben ihren Preis für diesen Kampf. Wir müssen Rüstungsgüter und Munition liefern. Wir müssen dieses Opfer sinnvoll machen, damit die Ukrainer ihren Kampf weiterführen können. Es ist ganz entscheidend, dass dieser Entwurf so bald als möglich verabschiedet wird. In diesen Wochen und Monaten seit der brutalen Aggression Russlands habe ich es immer wieder gemacht. Wir werden keine amerikanischen Soldaten auf den Kampfplatz entsenden. Wir werden aber kraftvolle militärische Hilfe in Gestalt von Materiallieferungen beisteuern. Sanktionen haben wir ebenfalls verhängt. Wir werden diesen Mythos entzaubern, dass sie ohne die westlichen Finanzmittel weitermachen können. Wir werden zusätzliche Kräfte, insbesondere an der Westflanke der NATO, an der Grenze zu Belarus und Ukraine. Genau das haben wir versprochen und haben wir gemacht, trotz dieser rhetorischen Finten aus dem Kreml. Wir greifen nicht Russland an. Wir helfen Ukraine, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Putin hätte jederzeit die Möglichkeit, diese brutale Aggression zu stoppen. Russland ist hier der Aggressor, der angreifende Teil. Wir müssen hier Russland zur Rechenschaft ziehen. Russland versucht das weiterhin durchzuziehen, zu hohen menschlichen Kosten. Wir finden wirklich viele Hinweise von grausamen Metzeleien und Kriegsverbrechen. Solange diese Kriegsverbrechen weitergehen, werden wir unsere militärische Unterstützung weiterführen. Ich muss es klipp und klar sagen, es gibt ja hier das Pressedinner diese Woche. Schauen Sie mal, was die amerikanische Presse gemacht hat. Den Mut, den es brauchte, in diesen Kriegszonen zu bleiben. Diese Reporter, die da ausharren, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mich das mit Bewunderung erfüllt, zu sehen, wie man mitten im Kugelhagel in diesem Gefechtslärm standhält und die Wahrheit erzählt. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten diese Informationen nicht. Unter ganz anderen Umständen wären wir. Die letzten zwei Monate haben diese brutalen Angriffe der Russen gesehen gegen die Ukraine. Wir haben natürlich Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert, und zwar mit Rekordgeschwindigkeit. Dank dieser Bemühungen der ukrainischen Kräfte mussten russische Kräfte sich zurückziehen. Rings um Kiew. Wir haben hier Tausende von Panzerabwehrwaffen, militärische Güter, Luftabwehrwaffen und auch viele Maschinengewehre. Mehr als 15 Millionen Schussmunition, 10 Panzerabwehrgeräte haben wir für jeden einzelnen russischen Panzer dort hingebracht. Wir haben auch eine Aufklärung, die immer diesen russischen Angriffen folgt. Wir haben einen erheblichen Waffenfluss auch in die Ukraine von unseren Alliierten, einschließlich Panzern, Artillerie und anderen Kräften. Diese Bewegungen laufen mit nie dagewesenem Tempo. Was wir in den letzten zwei Wochen angekündigt haben, ist zum großen Teil bereits in der Ukraine eingetroffen mit LKWs. Wir haben aber fast schon das erschöpft, was wir als diese freigegebene Hilfeleistung in dieser parteiübergreifenden Vorlage im Kongress verabschiedet haben.
Deshalb habe ich jetzt darum gebeten, um Ukraine weiterhin zu unterstützen. Ich bitte den Kongress um zusätzliche Finanzhilfe, um die Munition ohne Unterbrechung weiter fließen zu lassen und auch zusätzliche wirtschaftliche und humanitäre Hilfe für das ukrainische. Das ist eine Zusatzfinanzierung. Damit werden die Bedürfnisse des ukrainischen Militärs in den nächsten Wochen und Monaten erfüllt. Es geht jetzt dann um eine länger durchgehaltene Sicherheitsunterstützung, während die Russen weiterhin ihre Aggression fortsetzen. Damit werden wir noch mehr Artillerie, mehr gepanzerte Fahrzeuge, mehr Luftabwehr, mehr Panzerabwehr vor Ort stationieren, um eben die ukrainische Armee effektiv zu unterstützen. Darüber hinaus braucht Ukraine sehr viel mehr humanitäre Hilfe, Nahrung, medizinische Hilfe, Unterkünfte und dergleichen. Wir wollen Hilfe leisten für diejenigen, die Obdach in anderen Ländern außerhalb der Ukraine suchen. Wir müssen auch den Schulen und Krankenhäusern bei ihrem Betrieb helfen. Wir müssen auch die Renten und die Sozialversicherung mit unterstützen, damit die Ukrainer wenigstens ein bisschen was in ihren Taschen haben. Das sind entscheidende Ressourcen, um insbesondere Nahrungsmittelknappheit überall auf der Welt zu verhindern. Ukraine war einer der größten landwirtschaftlichen Exporteure. Mehr als 10% des Weizens weltweit wurden aus der Ukraine versandt. Putin hat die Nahrungsmittelausfuhr aus der Ukraine als Gegenmaßnahme gegen unsere Sanktionen verkauft. Das stimmt einfach nicht. Wir haben in keiner Weise irgendetwas getan, um den Transport von Nahrungsmitteln und Getreide zu behindern. Das führt natürlich auch zu wachsenden Getreidepreisen, sowohl bei uns wie auch weltweit, durch den russischen Krieg in der Ukraine. Das bedeutet natürlich, wir werden mehr Getreide durch amerikanische Bauern erzeugen lassen. Gut für Amerika, gut für die Farmer und gut für die Welt. Diese zusätzlichen Hilfen werden flankiert von einem weiteren Gesetz zur militärischen Soforthilfe und zur Materialhilfe, insbesondere durch die weitere Bereitstellung von Nickel und anderen Metallen, die notwendig sind für die Herstellung von Autos. Ich hoffe, dass der Kongress diese Notfallmaßnahmen absegnet. Ich möchte insbesondere den beiden Parteien im Kongress danken. Nächste Woche werde ich in Alabama sein, um Lockheed, die Fabrik, zu besichtigen. Hier werden diese Javelin-Panzerabwehrwaffen hergestellt, die dann in die Ukraine verkauft werden sollen. Ich danke den amerikanischen Arbeitern, die eben diese Rüstungsgüter produzieren, um den Ukrainern in ihrem Freiheitskampf zu helfen. Eine entscheidende Rolle spielen diese Lieferungen. Ja, wir wissen es. Zusätzlich zu diesen zusätzlichen Finanzquellen möchte ich dem Kongress ein Paket an zusätzlichen Maßnahmen vorlegen, um die russischen Oligarchen zu treffen, sodass sie ihre wirklich mit fiesen Tricks erreichten Güter aufgeben müssen. All diese Luxusvillen und diese Yachten, die letztlich den Raubzügen von Putins Genossen verdankt werden, diese Kleptokratie, diese Herrschaft von Dieben, die wir dort sehen, das sind wirklich üble Gesellen. Ich denke, das ist wirklich eine starke Unterstützung für unsere Justiz, um derartige Vermögenswerte der russischen Kleptokraten zu beschlagnahmen. Diese Immobilien müssen beschlagnahmt werden, sodass die Oligarchen-Eigentümer verkauft werden können. Und die Erlöse werden dann direkt in die Ukraine geleitet werden, um den Kampf gegen die Aggression zu unterstützen. Gestern hat Russland zwei unserer Verbündeten bedroht mit einer Kappung der Lieferung von Öl und Gas. Wir werden natürlich hier einspringen. Einige europäische Länder müssen sich da größeren Herausforderungen erwehren. Russland hat sich immer wieder gebrüstet, ein verlässlicher Lieferant zu sein, egal welche politischen Schwierigkeiten es gäbe, wie die Kunden sich verhielten. Aber diese Taten beweisen es doch. Diese Rohstoffe sind nicht nur eine Ware, sondern sie werden von den Russen als eine Waffe verwendet.
Ich will es ganz klar sagen, wir werden es nicht zulassen, dass Russland mit den Sanktionen irgendwelchen von unseren Verbündeten erpresst oder in die Ecke drängt. Wir arbeiten daran mit anderen Nationen, Korea, Japan und mit anderen Ländern zusammen, unsere europäischen Partner zu unterstützen, die mit dieser Erpressung von Gas, eingestellten Gaslieferungen bedroht werden. Diese Drohungen werden nicht die Oberhand behalten. Noch einmal Erinnerung, das Gebot der Stunde ist es heute für Europa und für uns, mehr und mehr zu tun, um zu sauberer Energie zu gelangen. Die USA, wir machen das bereits jetzt. Ich habe mehr Sonnen-, Wind- und Batterieenergiespeicherung verlangt, um etwa 6 Millionen amerikanische Haushalte zu heizen. Wir haben auch unsere Stützung auf Atomenergie ausgebaut, um eben kohlendioxidfreien Strom zu erzeugen. Das ist wirklich eine Chance für uns. Die Bilanz von dem Ganzen ist, all diese Maßnahmen dienen dazu, um diese Wahrheit zu stützen. Wir investieren in die Freiheit der Ukraine. Es ist ein niedriger Preis, um eben Russland zur Vernunft zu bringen, angesichts dessen, was auf dem Spiel steht. Wir haben es aus der Geschichte gelernt. Wenn die Diktatoren den Preis für ihre Aggressionen nicht zahlen müssen, dann breitet sich das weiter aus. Sie machen immer weiter. Die Kosten, die Bedrohungen für Amerika und die Welt werden dann weiter ansteigen. Das dürfen wir nicht zulassen. Unsere Einigkeit zu Hause, unsere Einigkeit mit unseren Alliierten und Partnern, unsere Einigkeit mit dem ukrainischen Volk werden eine unverkennbare Botschaft an Putin senden. Sie werden es nie schaffen, die Ukraine zu unterjochen. Schließlich werden wir diesen entscheidenden Beitrag zur Hilfe für Ukraine fortführen. Wir dürfen aber den Kampf gegen Covid-19 bei uns und anderswo nicht unterbrechen. Deswegen habe ich erhebliche 1,5 Milliarden Dollar beim Kongress beantragt, sodass die Amerikaner sich schützen können. Der Grund, weshalb wir in der Vergangenheit so erfolgreich waren, liegt darin, dass ich eben die medizinischen Hersteller überzeugen konnte, diese Ressourcen bereitzustellen. Wir könnten ohne diese zusätzliche Finanzierung durch den Kongress nicht die ausreichenden Mengen bestellen. Uns gehen jetzt allmählich die Therapiemittel aus, diese Tabletten und für die Tests, die wir haben. Ohne diese zusätzliche Haushaltsmittel wären wir nicht imstande. Wir haben mehr Impfstoffe und Therapien gespendet als alle anderen Länder der Welt zusammen. Wenn die USA nicht vormachen, da wird kein anderer uns nachfolgen. Ohne diese zusätzliche Finanzierung werden wir die Pandemie nicht eindämmen können. Dadurch gehen weiterhin wertvolle Ressourcen verloren und Lieferketten werden unterbrochen. Diese beiden entscheidenden Aufgaben müssen wir wirklich angehen. Hier ist keinerlei Zaudern und Zögern zulässig. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Dankeschön. Also, ich habe Sie schon gesehen. Darf ich Sie fragen? Was ist Ihre Botschaft an die ukrainischen Flüchtlinge an den Außengrenzen des Landes? Wir haben es immer wieder klar gemacht. Wir haben auch Möglichkeiten, Menschen direkt aus der Ukraine in die USA zu schaffen, ohne dass sie die Grenze übertreten müssen. Wir wollen das wirklich sicherstellen. Aber eines muss ich sagen, Sie müssen gar nicht zur Südgrenze gehen. Sie können auch direkt in die USA fliegen. Sie können hierher direkt in unser Land gelangen. Klappt ausgezeichnet. In the media and on some of their officials painting this conflict as actually already a conflict between NATO, the US and Russia. Wie bewerten Sie eigentlich die zunehmende Zahl an Kommentaren, die diesen Krieg letztlich als einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO darstellen? Lavrov selbst hat es ja gesagt, es handle sich hier um einen Stellvertreterkrieg. True, and do they worry you, those things? Sind Sie da nicht besorgt? Ja, naja, ich bin schon besorgt. Das zeigt doch die Verzweiflung, welche Russland fühlt angesichts dieses horrenden Scheiterns, das sie gerade erleben.
Ich denke, es ist nicht so sehr eine Widerspiegelung der Wahrheit, sondern eine Widerspiegelung von deren Ängsten. Die Ukraine ist mit einigen Widerstandskräften ausgestattet, um den russischen Streitkräften zu widerstehen. Ich würde sagen, die USA, NATO, sie alle haben sich hier an die Seite Russlands, an die Seite der Ukraine geworfen, um Russland aus Ukraine zu vertreiben. Tja. Also was da gesagt wird, das ist zunächst mal ein Vorwand, um das eigene Versagen zu kaschieren. Zweitens sage ich, man sollte hier nicht einfach beliebig irgendwelche Drohungen mit dem Angriff nuklearer Waffen in den Raum stellen. Wir hören, dass es Druck gebe, der auf das Weiße Haus ausgeübt wird. Nun, klare Antwort. Wir haben beschlossen, bis Ende Mai diese politische Linie aufzugeben. Das Gericht hat gesagt, das ist nicht möglich. Dann werden wir das nicht machen. Wir richten uns natürlich nach den Urteilen des obersten Bundesgerichts. Also Krieg ist Krieg, wenn es kein Stellvertreterkrieg ist. Wir sind auf alles vorbereitet, was Sie auch machen. Können Sie sicherstellen, dass Polen und Bulgarien genug Gaslieferungen haben? Polen hat ja schon angedeutet, sie haben genug Gasreserven. Sie haben sich darauf eingestellt. Nicht im selben Umfang hat das auch Bulgarien gemacht. Wir haben mit unseren Alliierten, beginnend bei Japan, begonnen, unseren Verkauf von Erdgas umzulenken und dieses Erdgas direkt dann nach Polen und Bulgarien umzulenken. Also so viel kann ich dazu sagen. Also es droht doch eine Rezession. Das BIP geht doch schon zurück. Tja, darüber mache ich mir keine Gedanken. Eine Rezession, tja, man macht sich immer Gedanken über Rezession. Aber das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, 1,4% gewachsen. Letztes Quartal hatten wir aber auch Privatinvestitionen und auch gewerbliche Investitionen in ganz erheblichem Zuwachs, sowohl in Konsumgütern wie auch in Sachinvestitionen. Wir haben 4,5 Millionen Neugründungen von Unternehmen allein im letzten Jahr. Wir haben natürlich eine ganz andere Landschaft, als die Republikaner es immer wieder uns weismachen wollen. Die haben ja damals den Mittelstand mit zusätzlichen Steuern belastet. Also ich glaube, was wir sehen, ist ein enormes Wachstum in unserem Land. Obwohl doch alles hier auf uns eingeprasselt ist, von Covid begonnen. Man muss sich wirklich das ganze Bild anschauen. Jetzt wird von einigen, nicht von allen, von einigen wird für 2023 eine Rezession vorhergesagt. Ja, ich mache mir schon Gedanken darüber. Unsere republikanischen Freunde sind ja wirklich interessiert daran, etwas an diesem Wachstum beizusteuern. Die sollten das Defizit zu verringern, das sie selbst verursacht haben. Also ich denke, jeder sollte hier seinen kleinen Beitrag leisten. Also man sollte nicht in der Mittelschicht die Steuern erheben. Also ich würde sagen, die große Mehrheit der Steuerzahler zahlt einen gerechten Anteil. Wir haben 15 Großunternehmen, Fortune 400, die haben 40 Billiarden Gewinne eingestrichen, ohne auch nur einen Cent Steuern zu zahlen. Tja, das ist es doch. Do you think COVID-Aid and Ukraine-Aid should be tied together in legislation? Well, I don't care how they do it. Also was nun COVID-19 angeht, ja, da mache ich mir keinen Kopf drüber. Also wenn Sie beides brauchen, werden wir auch beides liefern. Executive authority to cancel up to $50,000
Sie haben kürzlich angekündigt, dass Sie bis zu $50,000 an Stipendienschulden streichen würden. Wer hat das gesagt? Habe ich das wirklich gesagt? Tja, erstens, schauen Sie mal. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Reform der Studienförderung eingeleitet. Es gibt natürlich hier bestimmte Studienstipendien, Schuldentilgungen, sobald jemand in den öffentlichen Dienst geht. Also es gab einen Schuldenerlass für viele ehemalige Stipendiaten, weil diese Menschen dann zum Beispiel als Lehrer arbeiten oder im öffentlichen Dienst. Das wird weitergehen. Zweitens, ich ziehe tatsächlich in Erwägung, einige Schuldenerleichterungen einzuführen, aber nicht im Umfang von $50,000. Ich schaue mir mal genauer an, ob es da zusätzliche Steuer- oder Schuldentilgungen geben soll, Schuldenstreichungen. Also vielen Dank, schönen Tag noch. Soweit also die Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden. Am Ende ging es um innenpolitische Themen. Eigentlich war er aber vor die Kameras getreten, um zu begründen, warum er nun noch einmal ein 33 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine beim US-Kongress beantragt. Von diesem Geld sollen $20 Milliarden für Militär- und Sicherheitshilfen für die Ukraine ausgegeben werden und 8,5 Milliarden dann Wirtschaftshilfen für das Land. Und er hat auch begründet, noch einmal ganz deutlich gesagt, wir greifen nicht Russland an, wir helfen der Ukraine, sich gegen den Aggressor zu verteidigen.